ein Villenviertel in Zürich. Hier lebt Kurt Häfliger, Chef einer Apotheke und einer Pharmafirma. Er hatte im Jahr 2017 eine Spende von 132.000 Euro an ein Wahlkreiskonto von Alice Weidel überwiesen. Später schickte er eine Liste mit Strohleuten an die AfD. Sein Anwalt nennt das jetzt einen Fehler. Er fühlte sich also in keiner Weise verpflichtet, irgendeine wahrheitsgetreue Auskunft dazu geben und hat dann diese Spenderliste abgeschickt, die zugegebenermaßen nicht den Tatsachen entspricht. Die Spur zum offenbar wahren Geldgeber führt von der Schweiz zuerst nach Antwerpen in Belgien. Hier sitzt die Firma Conimo. Ein Conimo-Mitarbeiter taucht auf der falschen Spenderliste auf, wohl auch eher ein Strohmann. Hauptaktionär der Firma Conimo ist nach Recherchen von WDR, NDR, Süddeutscher Zeitung und dem Schweizer Tagesanzeiger Henning Conle. Ein aus Duisburg stammender Milliardär und Nachfahre der Gründer der deutschen Fluggesellschaft LTU. Er besitzt Immobilien von Duisburg bis London. Aus seinem Umfeld soll die Spende wirklich kommen. Häfligers Anwalt will dazu nichts sagen, nur so viel. Der Geschäftsmann, der Herrn Häfliger diese Summe zur Verfügung stellte, wollte aus geschäftlichen Gründen nicht persönlich auftreten und hat drum Herrn Häfliger darum gebeten, diese Überweisungen vorzunehmen. Die Affäre geht weiter. Bundestagsverwaltung und Staatsanwaltschaft werden noch viel zu tun haben. Auch im dritten Anlauf ist die AfD-Abgeordnete Harder-Kühnel mit ihrer Kandidatur als Bundestagsvizepräsidentin gescheitert. Bei der geheimen Abstimmung votierten 199 Abgeordnete für die 44-Jährige, 423 gegen sie. Die Geschäftsführung des Bundestages sieht vor, dass jede Fraktion mindestens einen Vizepräsidenten stellen soll. Seit 1,5 Jahren gelingt es der AfD jedoch nicht, einen Kandidaten durchzusetzen.